Guten Tag bei diesem Einblick ins Labor. Dieses Video ist eine Ergänzung zu meinem vorherigen Video mit dem Level Check. Ein bisschen anders dargestellt und der Aufbau ist ähnlich mit folgender Konfiguration. Wichtig ist vielleicht das obige hier. Für eine solche Level-Messung braucht man unbedingt einen Power Splitter, nicht ein Power Divider, sonst funktioniert das nicht richtig. Das ist hier oben dargestellt und erklärt. Die Idee ist jetzt, dass wir mit minus 30 dB als Referenzpegel mit einem NRVD-Messkopf NRVZ4, den sehen wir hier, der ist hier eingeschlauft, vergleichen wir die Messung hier mit der Messung oder Anzeige auf dem Spektrumanalyzer. Und wenn wir diese Kurven aufgezeichnet haben, nicht nur einfach die digitale Zahlen, die schwierig zu verfolgen sind, dann können wir in etwa abschätzen, wie das eben bei einem Level von unter 30 dBm geht. Weil der Diodenmesskopf beginnt bei 100 Picowatt, das sind in etwa 60 dB, 70 sind sehr optimistisch, geht nicht mehr gut, habe ich festgestellt. Kommt wahrscheinlich auch auf das Alter des Messkopfes an. Die Teile hier sind mindestens 20-jährig, also vielleicht auch nicht mehr ganz in den Spezifikationen. Aber bis 30 dB, das geht mal. Und die Idee wäre ja, weil man eben nicht, sagen wir mal, unter minus 50, 60 dB gehen kann, aber mit dem Spektrumanalyzer bis minus 130 zum Beispiel, versuchen wir eine Kurve aufzuzeichnen, die die Abweichung des Pegelmessgerätes zu dem Spektrumanalyzer zeigt. Und so können wir den Trend herauslesen und dann auch interpolieren, wie das eben bei, nicht nur bei minus 30, sondern eben bei minus 100 in etwa aussehen dürfte. Das zum Vorgehen. Mein Rote und Schwarz, der SMT03, ist frisch kalibriert, hat eine neue Firma, also neue. Die aktuellste Firmware ist drauf und hat doch einige Verbesserungen seit dem Anfang erleben dürfen. Also Ziel wäre, mit einer Unsicherheit von 0,26 dB, 0,2 dB oder einem halben dB ist die auch noch okay, bis zu minus 110 dB zu erreichen. Ich zeige Ihnen mal, was ich aufgezeichnet habe und wie das aussieht. Ja, hier auf dem Excel-Sheet sehen wir nun die Aufzeichnung der beiden Kurven und noch eine Trendlinie für die jeweilige Kurve. Frequenzbereich 100 MHz bis 2000 MHz. Das habe ich so gewählt, weil der Powersplitter in etwa in dieser Bandbreite spezifiziert ist. Und dann noch eine wichtige Information, die blaue Linie, also die Linie des 3021, hat Schritte von 1 MHz, ist also deutlich feiner aufgezeichnet, deshalb auch mehr Zacken und mehr Schwankungen, die aufgezeichnet werden. Das Power-Level-Messgerät hat eine Schrittweite von 20 MHz, die ist einfach um doch den Aufwand in etwaigen Grenzen zu halten. Deshalb ist diese orange Linie des Power-Level-Messgerätes ein bisschen sanfter. Die ist geglättet. Spielt aber eigentlich keine so große Rolle. Dann noch zwei Trendlinien. Die sind fast parallel, nicht ganz, aber fast parallel. Wichtig ist ja nicht dieser Ausschlag oder diese Wellenform, die vom Signalgenerator herrührt. Der produziert diese Wellenform. Wichtig ist, dass beide Geräte, also der Spektrumanalyzer und das Power Level Messgerät ungefähr die gleichen Werte anzeigen. Und das ist relativ gut hier, wunderbar zu sehen. Das ist also ganz, ganz schön. Und das lässt darauf schließen, dass beide Geräte doch sehr gut synchron laufen. Aus dieser Kurve jetzt lässt sich dann einfach eine Verschiebung erstellen, indem man eben bei zum Beispiel zu minus 50, minus 60 oder minus 70 geht, dann verschiebt man diese Kurven einfach entsprechend und hat dann eine relativ gute Interpolation. Der Messfehler ist dann sicher
im Bereich eines halben Dezibels. Interessant ist jetzt nun die Kurve der Differenz, die haben wir hier aufgezeichnet. Im Prinzip Differenz der beiden Kurven und vielleicht aufpassen, auch hier vorsichtig, die Tabelle ist extrem sensibel, also von einem Strich zum anderen, einem Häuschen zum anderen, die Skalierung ist 0,2 dB, also diese Ausschläge sind sehr, sehr, sehr klein, weil die Aufzeichnung sehr empfindlich ist. Und hier ist es nochmals empfindlicher, also die Differenz vom untersten Teilstrich, hier etwa sind wir, das ist die tiefste, etwa minus 0,2 dB und die höchste ist etwa plus 0,3 dB. Also wir sind hier ziemlich genau in diesem halben dB und das entspricht eigentlich ganz genau den Spezifikationen des Spektrumanalyses. Wobei wir die übertreffen, weil der sagt eigentlich plus minus ein halbes dB und wir sind jetzt eigentlich in einem halben, also plus minus 0,25 dB in diesem Bereich. Und das ist doch sehr erfreulich und macht doch Freude. Und so kann man eben auch davon ausgehen, dass man auch Levels, die unter den Möglichkeiten des Diodenmesskopfes von etwa minus 60 dB sind, dass man die auch korrekt messen kann. Dort, wo eigentlich das Level-Pegel-Messgerät aufhört und der Spektrumanalyzer dann anfängt, weil der eben selektiv sehr, sehr viel höhere Empfindlichkeiten messen kann. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.